Umwickle die Gebeeinheit mit einem Papiertuch, um den Rest des Motorrads vor austretender Bremsflüssigkeit zu schützen. Schraube den Spiegel von der Schelle ab. Das dafür benötigte Werkzeug kann je nach Motorradmodell variieren. Entferne den Deckel vom Ausgleichsbehälter und sauge die Bremsflüssigkeit ab. Entferne anschließend die alte Bremsflüssigkeit mit einer Spritze mit Schlauch, bis der Ausgleichsbehälter vollständig geleert ist. Bringe wieder den Deckel auf dem Ausgleichsbehälter an, um das Austreten von Flüssigkeitsresten zu vermeiden. Lockere nun die Lenkerklemmschelle des alten Gebers mit dem entsprechenden Werkzeug. Löse möglicherweise vorhandene Kabelbinder, welche die Bremsleitung und weitere Kabel bzw. Leitungen zusammenhalten. Lockere nun vorsichtig die Hohlschraube des drehbaren Leitungsanschlusses an der Unterseite der Armatur. Hierbei kann Hydraulikflüssigkeit austreten. Löse jetzt die Schrauben der Befestigungsschelle. Halte dabei die Hohlschraube mit Hilfe eines Papiertuchs fest, um austretende Bremsflüssigkeit aufzufangen. Löse die Hohlschraube des drehbaren Leitungsanschlusses nun vollständig, um die Leitung von der alten Gebeeinheit zu entfernen. Verbinde den Leitungsanschluss anschließend mit der HC3-Bremsarmatur. Stecke dazu die Hohlschraube durch den Leitungsanschluss. Stelle sicher, dass sich dazwischen eine Kupferdichtung befindet. Befestige die Leitung mit der Hohlschraube an der neuen HC3-Bremsarmatur. Stelle sicher, dass sich zwischen Leitungsanschluss und HC3 eine Kupferdichtung befindet. Ziehe die Hohlschraube noch nicht vollständig fest. Montiere nun die HC3-Bremsarmatur am Lenker. Schraube die Klemmschelle fest. Positioniere die Leitung im gewünschten Winkel und ziehe die Hohlschraube fest. Reinige die HC3 und alle umliegenden Komponenten gründlich und prüfe sie auf vollständige Funktion.